Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Dead Space 3. Am Start haben wir wieder den Typen mit der Bindehautentzündung, Leranias. Ich sage schon mal guten Tag. Hi. Weiter geht's. Dead Space 3. Guck mal, gibt's hier hinten vielleicht noch irgendwie? Bisschen runter. Sicher? Ja. Hier ist da drinnen was gibt. Nee, da habe ich schon geguckt, da gibt's nichts. Ah, shit. Außer Staub. Müssen wir doch runter. Ich hoffe, wir treffen gleich auf Fischer. Ich will mal die neue Waffe testen. Oh, ich muss noch mal schnell zur Bank. Ich auch. Fällt mir gerade ein. Ich muss da noch was weglegen. Ja, bevor das Inventar wieder zugeklümmt ist. Das haben wir irgendwie voll vergessen. Kann das sein? Ja. Oh Gott, das Inventar ist so zugeklümmt. Ich hab so viele Medipacks, kann ich damit totschmeißen? Ja, Medipacks, damit kann ich auch gerade handeln. Oh, jetzt handeln, geht's. Weil es safe mit kleinen Medipacks ist oben und toll. Weil ich die Scheiße einfach nicht benutze, weißt du, so. Hey, warte auf Isaac. Isaac, wir sind hier draußen. Und wir frieren, beeilen Sie sich bloß. Mach dir warme Gedanken. Baker und Ellie nackt. Meinst du mich oder den Typen? Du die Alte. Na, eher Isaac. Geh mit dem Sucher hier rum. Bewegung, los! Warum muss ich eigentlich immer mit dir hier landen? Warum fliegen wir ständig hier auf die Fresse? Haben wir nichts Männer uns gefunden? Komm! Komm schon! Lauf! Ellie! Geh schon! Wir treffen uns am Lager! Das sind diese Fanatiker von der Erde. Ah. Wenn wir da kaputt machen. Oh, mit dem Sucher geht das schlecht. Voll penetriert der Typ. Hier ist es doch irgendwo. Ich hör's, ich riech es, ich schmeck es. Ja, hab ich schon so gehört, so ich so. Also ganz reißt mich die neue Waffe nicht vom Hocker, muss ich sagen. Ich hab meine neue Waffe knocken. Die ist gegen Necromorphs effektiv, aber nicht gegen Necromorphs. Guck mal, der hat den Kopf verloren. Gibt's denn noch irgendwo Loot? Loot. Hier hinten. Loot! Toll, Medipack. Toll. Ja, hey, immerhin. Ich kann nicht mit der Scheiße zubomben. Daraus kann ich einen Parkplatz teeren. Läuft bei dir. Ich kann Krankenhäuser beliefern, verdammt. Hey, hebst dir auf, hör nach den Krieg. Stimmt. Ist der nächste sich Reinnahmequelle? Sie müssen uns hierher gefolgt sein. Das ist unmöglich. Nicht durch den Shockspace. Ach ja, ist aber so. Ellie, schaffst du es bis zum Lager? Oh Gott, da kommen sie. Ellie. Es sind keine Nebenmorphs, Alter. Kackt euch mal ein. Die sind unser geringstes Problem. Die Typis? Natürlich. Colin, schaff deine Leute her, er ist hier lang. Oh. Was ist das hier oben? Ah. Oh, das sieht geil aus, wenn du mal so hinterguckst. Mit der Sonne und so. Ja, das finde ich cool. Geben Sie Gas. Passen Sie auf! Zurück! Hat die den Grott fett genannt? Nein, zurück. Oh, langer Fahrstuhl.
Hier lag Loot. Gibt's noch mehr Loot? Hä? War hier was? Ist das auf dem Loot? Und die sind alle tot. Und da hinten war auch eine Menge Loot. Ich weiß, ich hab's ja auch alle abgeschwartet, Alter. Nein, da hinten, da waren nur Kisten mit Loot. Die waren mir irgendwie erstmal wichtiger als die Typis. Das ist deine Sache. Ich hatte meinen Spaß. Ich bin einfach durchgelaufen, so Juggernaut. Ellie, geht es allen gut? Ja, ich glaube, wir sind in Sicherheit. Wir sind alles andere als in Sicherheit. Die sind hinter Isaac her und wir sind ins Kreuzfeuer geraten. Da, das Lager. Das Experiment zur Signalverfolgung sollte darin sein. Sie sind diesen ganzen Ärger nicht wert, klar. Sind diesen ganzen Ärger nicht wert, klar? Mi. Ich denke, wenn du den Typen hörst. Mi. Oh, ein Suchrobot war wieder da. Cool. Oh, der nächste auch? Nee, doch nicht. Ich dachte schon. So, was ist ein Suchrobot? Unter uns muss was sein. Moment, ich warte wieder. Ich hab da etwas Neues, etwas Schönes, etwas, was mich auch machen könnte. Willst du gucken? Cool. Cryobrenner. Schnell, du wirst frostig. Er ist hier! Wer ist hier? So, Moment, da hinten gibt's Loot. Wow, kommt Loot! Warte! Du vereist dich, verbrennse. Das hat irgendwie einen kernenden Effekt. Hinter uns keucht was. Muss bestimmt ein Perverser sein. Es war ein Verwerbung. Doch geil, wo sind die Ressourcenspots? Das ist so schön. Ich weiß ja nicht, wo sie hier die Ressourcen hernehmen, aber. Das kratzen die aus dem Eis? Keine Frage, ne? Wir müssen nach da hinten. Ja. Aber hier scheint es auch noch irgendwo hinzugehen, oder? Da kannst du. Wir sind gerade instinktiv nach hier hingelaufen. Ja, auch nur, weil wir das Piepen gehört hatten und so. Ja. Tatsache, hier ist eine Sackgasse. Mehr Sack als Gasse. Ja. Haufen Säcke hier. Oh, hier lockt noch Loot. Ja, ja. Auch noch Loot. Wir müssen bestimmt hier ran. Der Tunnel! Er ist im Tunnel! Wer ist im Tunnel? Wen hast du? Und wer ist im Tunnel? Erzähl's mir, Kumpel. Weißt du, wen die meinen? Keine Ahnung. Gut. Die reden aber auch nicht mit uns. Ich fühle mich auch nicht, angesprochen. Alien Artefakt. Huhu. Lesen. Persönliches Log Private Edmund Worley. Wie wir auch graben, finden wir ihre gefrorenen Kadaver, eingeschlossen von Eis. Dr. Serrano sagt zwar, sie seien seit 2 Millionen Jahren dort, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass ein Teil von ihnen noch lebt. Ihre Augen, wenn sie überhaupt welche hatten, sind längst verrottet, doch kommt mir ihr Blick bohrend vor, anklagend, wütend, verzerrt. Und um sie herum sind immer die Marker, uralte Monolithen einer uralten Rasse. An manchen Abenden, wenn alle anderen die Grabungsstelle schon verlassen haben, höre ich ihre eisige Stimme wie ein Flüstern im Wind. Halte sie ab. Sollte sie ab. Läuft?
Blues mal wieder den Husten raushängen lassen. Passt aber zu dem Anzug irgendwie, weißt du? Oh, hey, Arschloch! Das tut weh! Was meinst du, ist er hin? Ja. Ich darf es gebraten. Oh, shit. Blut. Das ist jetzt nie, was ich denke, oder? Kann es dir nicht sagen. Der Marker hat für euch alle einen Plan. Wenn die Zeit kommt, werdet ihr alle... Aber damit das muss Isaac Clark kämpfen. Die Zukunft eurer Religion, unserer Rasse, hängt von allen Religionen gleich auf. Altman, sei gepriesen. Das ist doch so Riesenvieh, was wir vor uns schon versucht haben zu bekämpfen, wo die Feige gerade abgehauen ist. Was haben wir gefunden? Ein schwerer Rahmen. Ich habe das hinten gerade cool. Eisleuchten sehen und eingesammelt einfach. Cool. Egal. Achtung, gleich kommt er raus! Wo? Wer? Oh, was war das? Die wurden getroffen! Helf ihnen! Helf ihnen, die wurden getroffen! Hier, Leranias? Ja. Hier hinten ist auch wieder. Was ist hier hinten? Ich habe hier hinten auch wieder so ein Geräusch gehört für die Sucherbots. Da haben jetzt gerade sowieso keine. Leider. Wo sollen wir denn theoretisch lang dahinter? Aber hier geht's auch noch rein. Ins Lager. Haben wir eine Schlüsselkarte dafür? Ah ne, Loot gibt's hier, komm. Verriegelt? Ist das jetzt verriegelt oder verrammelt? Ich glaube, jetzt ist alles. Oh. Wer hat denn da gerammelt? Und das verriegelt? Ich hab keine Ahnung. Perversling. Beim Rammeln gestorben. Nur Perverslinge hier. Ey, manche Leute stellen sich ihren Tod in der Apokalypse des Kalypse so vor. Noch einmal fett rumvögeln und dann an Herzinfarkt sterben. Oh ja. Hier stinkt's, hast du ihn fahren lassen? Wir brauchen Verstärkung! Was zur Hölle ist das? Die brauchen Verstärkung, müssen uns beeilen. Oh. War das gerade ein Kopf? Perfect Devil, bist du hässlich. Ja, du hast Spaß. Wie kommst du drauf? Weiß nicht, sieht so aus. Irgendwie nerven die Räume. Ja. Wo sind so viele Schleuse? Gut, das sind Maps, glaube ich. Wow. Oh fuck, ich gehe wieder nach Hause. Nein! Sagen wir nicht, wir müssen gegen das Ding noch auch noch kämpfen. Bitte bleib tot, bitte bleib eingefroren. Einziger Moment, wo du zu viel Treibstoff hast, ist, wenn du brennst. Also alles mitnehmen. Was haben wir hier? Oh, verriegelt. Hier hinten brauchen wir noch eine Schlüsselkarte, ne? Wo ich da bin. Oh, da lockt da wieder was. Altmetall, hey! Finden wir aber noch. Hey, puzzeln!
Meinst du, wir kriegen die dort durch? Ich stehe schon am Pumpen. Irgendwas hab ich gehört. Ich sehe es sogar. Ich hab's gesehen. Könntest du bitte als Puzzleterminal kommen? Ja, da war irgendwie, sah aus wie ein Auge, so laufendes. Ja, ohne Witz. Klasse. Oh. Was? Der war's. Noch wer? Versuch Nummer 2. Weil das Ding nicht so ewig laden würde. Wir sind in der Zukunft. Mann. Ich meine, diese 0815 Rätsel, weißt du? Ja, noch. Was zum Henker ist das? Ein Bohrer. Sieht wie ein Bohrer aus. Das Lager sollte direkt vor uns sein. Dann sollten wir das Ding lieber in Bewegung setzen. Oh, warte, warte. Upgrade Platine. Okay. Ich glaube, Isaac ist zu alt für diesen Job. Bot ist heimgekehrt. Achtung an alle. Behinderung registriert. Das Scheißding klemmt. Beseitigen Omega Bo. Hey, helfen Sie mir, die Sicherheitstore runterzufahren. Moment. Sicherheitstore? Runter? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Nein? Eigentlich nicht, nein. Ich probiere einfach nur rum. Ich habe einfach wie wild die Knöpfe gedrückt. Was da passiert? Das war schon jetzt mal vorher schon kaputt. Das war schon so. Oh, da hinten muss es wieder was geben. Sieht nicht normal aus. Ja, Ja. Könntest du vielleicht kurz fahren? Okay, Ja. Ja. Immer wenn ich an der Bank stehe, ne? Ja, Okay. Ah. Nur um mich zu hetzen. Das macht man nur, um mich zu hetzen. Ich hab keine Ahnung, was mit dem Ding nicht stimmt. Noch ein Suchrobot ist heimgekehrt. Alter, ich geh auf den Vater, der Mann. Das Problem ist, du musst immer nur in die Bank gehen, damit der Suchrobot gecheckt wird. Heißt, der Bank weggehen, wieder hingehen. Weggehen, hingehen, weggehen, hingehen. So, ich würde aber sagen, wenn es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Dead Space 3. Was? Warum? Ja, weil wir 18 Minuten und 37 Sekunden haben. Was? Echt? Ja. Tatsache. Wollten wir nicht 20 Minuten machen? Oder hatten wir immer 15 gemacht? Wir hatten 15 gemacht. Ja. Ach echt? Ich war immer auf 20. Ich war auf 20 aus. Ah, okay. Ja, dann liebe Leute, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Daumen hoch, abonniert alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.